Jo, moin Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Video von Helden von Camelot. Und ja, es ist passiert, es ist weiter geglitscht worden, bis ich meine Mutter anal gefistet habe. Bruh, Spaß. So, wollen wir mal weitermachen? Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich jetzt hier bin, aber ich bin schon auf der Und ich habe jetzt ein 6-monatiges Abo da drin. Jetzt fragen sich die meisten, hä, was ist denn für ein Huren so? 6-monatiges Abo? Ja, könnt ihr von mir aus machen. So, ja, es ist schon ziemlich knapp, dass ich jetzt hier so alles verzapft habe. Wobei allgemein jetzt hier, was jetzt hier kommt, ist ein ziemlich tierisch Spiel. Schon nach jetzt. So, wollen wir mal gucken. Nein, what the fuck? Gucken wir uns mal diese Moorbestie an, was aus Mordor auch immer kam. Grottenhässlich immer noch. Dieser Nachtreiter. Ich habe mich in diese Karte verliebt, Alter. Ich kann jetzt mein ganzes Team komplett wieder umrüsten. Das ist echt so fucking krank, Leute. Also, wie gesagt, wenn ihr mal der Meinung seid, Geld reinzustecken, ich stecke da jetzt auch nur kein Geld mehr rein. Beziehungsweise die Erde. Oh Gott, das war. Boah, das nenne ich wortwörtlich, das ist ein Kriegszeug. Und dass das Ding so OP gleich oben ist, ist echt geil. Das ist eine Legendary Karte, eine weitere. Finde ich gut, ist gut mit meinem Ruf, weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner, du bist eine Schlampe, nicht ich. So nach dem Motto. Ja, jetzt werden wir uns mal Geld wieder draufnehmen. Also eigentlich sollte ich mir ein nächstes Team zulegen, aber das Doofe ist, durch den Rang, den ich jetzt oben bin. Wenn ich jetzt, sag ich jetzt mal, Rang Schießmethode, jetzt Rang 8 wäre oder so, ist ja easy going, da wäre ja kein Problem. Da hätte ich keine Schmerzen. Das Doofe ist, wäre jetzt Rang 5 und alles drum und dran. Ja. Ist schon alles lustig genug. Und ich bin gerade auch nicht alleine hier. Hier sitzt gerade mein Kumpel, der mir auch Folgen tut auf YouTube und schießt mich tot. Ich habe ihn aber auch nicht gefragt, also hat von alleine gefolgt. Und ja. Er zockt nebenbei auch hier, Helden von Camelot ist bei mir auch in der Gene mit drin, also wenn ihr wollt, könnt ihr wie gesagt immer schon beitreten oder hier irgendwelche Scheiße bauen. So, diese alte Kapitsch, dafür danke ein Bloody Map, habe ich jetzt auch mal Keuschheit. Oh Gott, Alter, ich glaube ich überlege, ob ich mich ins Team reinnehme. So, dann nehmen wir mal den Prinzenschlechter. Oder Schlachter. Heute treffe ich einen Herrn. Yo. Das war die Katze von Nachbarn, die wurde gefickt, ja. So, uralter Skorpion. Ja. Schwertbeschwörer, ja, beschwör mal was anderes. Seit wann habe ich diese Kack-Ei-Karte? Okay, das wusste ich nicht, dass ich diese Karte besitze. Rinnen Frostblut. Deswegen sag ich erst, eine Dragon-Karte eigentlich. Beziehungsweise ist eine Kombi mit Frost, mit Eishexe und mit, nicht die Eishexe an sich selbst, aber ist es eine Kombi-Karte, die gespielt wird mit Frostherz, Eishexe und sie sich selbst seither. Und ich muss sagen, ich könnte diese Kombi spielen. Mir fehlt eigentlich nur noch diese Frost-Oschi. So, oh, aua, nee, das mache ich mal, das mache ich mal nicht. Und ja, Leute, also wie gesagt, ich habe jetzt auch Godmary-Karten bekommen und habt ihr nicht gesehen, Legendaries sind auch vertreten wie bis zu Himmel, Arsch und Zwirn. Legendary-Karten werde ich hier nicht in diesem Video verbratzen. Vielleicht eine, aber danach war's. Weil überlegt mal, wenn ihr so eine Karte habt, hier Lehold, der leider füllte, dann ist das schon echt geil. Aber wenn ihr diese Karte besitzt, Wassergeist, Schutzpaar, schieß mich tot. Triumphierender Dreizack fügt deinem Team einen magischen Schild hinzu, dreimal pro Kampf. An sich selbst knallt die Karte noch die Angriff hoch und die TP unter 80 fallen. Und wenn die TP unter 80 fallen halt her. Noch einmal einen spektakulären Sieg rauszuholen. Den habe ich jetzt auch noch mit reingenommen. Arthur König Pendragon. Und er ist halt ziemlich gut, dieser Arthur. Ich habe auch, glaube ich, noch in alter Form. Und erhöht Angriff um 50%, Maximal TP um 50% und Heilungseffektivität um 50%. Das ist eine Passivfähigkeit. Das ist geil. Und ich muss sagen, ich meine gut, ich habe auch die verdorbene Rion. Und ich habe Edur Pendragon.
Und der ist ja noch schlimmer. Erhöht Angriff um 200 und wenn TP unter 50 verheilen. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt, wenn du den gut in Kombi spielst, hast du deinen Gegner so fest im Griff, dann seid ihr Sense. Miau, miau. So, wollen wir mal hochleveln? Ich schmeiße Rin, meine Mutter, in den Topf. Der Gier. So. Gargoldius Primus, diese Kackflötenspielerin, auch wenn ich die nicht haben will. Die will ich sowieso nicht haben. Also die ich jetzt nicht haben will, die schmeiße ich alle rein, auch wenn ihr mich dafür jetzt hauen könntet. Schmeiße ich trotzdem die rein. Weil die Karten, die ich nicht brauche, schmeiß ich so, wie es ist, in die blöde, verfickte Tonne. Aber ich schmeiß nicht alle Karten in die Tonne, weil es ist noch ein Event offen. Falkenauge lasse ich auch drin. Kann weg, kann weg, kann weg. So, was kann noch weg? Der kann... Für 12.000 ist das schon... Das ist schon fett. So, den Schlechter nehmen wir auch noch weg. Diesen uralten Skorpion, den braucht keine Sau. Ich sag, das ist ein fucking scheiß Drache geworden. Den lassen wir mal außen vor. Schwerbeschwerer kam weg, die kam weg. Banditin bleibt, Moria kann... Nee, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich Moria schon auf Stufe 4 habe. Wenn nicht, dann... Fick ich meine Eingeweide. Miau. Nee, Moria habe ich ja nicht mehr. Dann schmeißen wir die auch noch rein. Ja, diese Jungfrau, Jungfräulichkeit hier heutzutage. Kann auch weg, kann auch weg, kann auch weg. Die meisten Leute wollen mich jetzt dafür schlagen, weil ich so gute Karten weghaue, nach den Augen. So, maximal Level 70 erreicht. Eine Karte, eine God Rare Karte. Extra E... Oh, puh. Ich habe eine Karte auf Max gezogen, das ist göttlich. So, dann nehmen wir uns mal unsere Karte. Wir schmeißen Rin in die Tonne. Ihn schmeißen wir rein. Jetzt habe ich eine Legendary genommen. Ich werde auch zwei Legendaries mit reinschmeißen. Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich dann hier Legendaries reinschmeiße. Auch wenn ihr diese Karten für Gott bzw. für Goldwert enthaltet. Es gibt Karten, die sind tausendmal besser. Sag ich so, wie es ist. Es ist scheiße, kann ich so sagen. Aber ich bin auch kein Untermensch. Also kein Untermensch oder sowas in der Sinne von... Könnt ihr gerne kommentieren, ob ich ein Untermensch bin oder so. Das ist mir relativ wurscht. Ich werde darauf garantiert auch nicht reagieren, weil das wird garantiert alles ins Spam-Ordner fliegen. Aber denkt mal drüber nach. So, noch eine Level 70er Karte. What the fuck, Alter, wie schnell geht das? Schon wieder eine Level 70er Goldberry Karte. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, das Leute, das ist echt krank. Da habe ich schon eine Level 70er Karte wieder. Ey, komm, jetzt mache ich den Fun-Effekt erstmal richtig in die Höhe. Oh, den brauche ich auch nicht mehr. Also wirklich, Leute, es ist krank. So, Moormonster lassen wir. Diesen Kürbispfosten nehmen wir auch weg. Falkenauge, du kannst dich auch jetzt mal ein bisschen verpimmeln. Entschuldigung, ich habe das P-Wort gesagt. Penis. So, what the fuck, die geht sogar noch weiter. Stufe 80, Leute, what the fuck? Und die fickt ihr, Alter, Digga, die... Nee, Alter, nee, ich komm grad nicht drauf klar. So, jetzt haben wir unseren anderen Gold Rare Karte. Schmeißen den auch noch für... Why? Warum so viel? Also wir füttern die Karten wirklich alle hoch bis zum geht nicht mehr. Oh, Schwarzer Ritter geht auch weg. What? Okay, jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich baff. Okay, Leute, also jetzt sind es wirklich Stufe 70er Karten, ein bisschen abwinken. Also ich weiß jetzt nicht, ob die euch mit meinem Team noch anlegen wollt. Es ist ein SSS-Team. Holy shit. Also ein dreifaches S-Team ist es jetzt schon und dann ging halt fast 300.000 live, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, wer haufenweise vorne Legendaries drin hat, beziehungsweise Goldberry-Karten, dann ist aber logisch. Aber 70? Gut, die ist noch nicht voll fertig. Aber Arthur, Pentagon, was zur Hölle? Dann ist der noch auf Maxi-Level. Die kann ich auch noch auf Maxi ziehen. Die ist schon fast... Na gut, die kann ich auch noch. Den kann ich auch noch. Also Leute, ich kann so viel auf Maxi ziehen. Wenn ihr eure Helden einfach nur hochlevelt, knallt das schon euch die Rübe weg, Alter. So, ich überlege gerade, was ich reinnehme. Weil ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich komme gerade nicht richtig klar mit meinem Leben. Legendary Seuche. Ach, bist schon die reinste Seuche meines Lebens. Map. Es ist ein S-Deck. Was will man da erwarten?
Es ist einfach ein fucking S-Deck. Ich meine, wenn ich jetzt noch einer einsetzen würde, ja okay. Aber wenn man Coin tut, seid ihr echt gut. Aber ihr müsst wissen, wie ihr das Deck baut. Und das ist die andere Sache. Das ist die andere Sache, was die meisten Spieler vergessen. Ich meine, es werden genug Dinge noch im Leben kommen, beziehungsweise ins Spiel kommen, wofür ich so viel Scheiße ich bauen werde. Aber ich werde so meine Gegner so jetzt richtig in die Knie zwingen, bis sie nicht mehr können. Ich weiß, es hört sich gemein an, es ist aber so richtig schön. Einfach nur aus dem Prinzip, du willst deinen Gegner einfach nur alles antun, was er kann. So, schmeiß mir diese Karte jetzt endlich mal hoch. Ach, du kannst reingehen, du kannst auch reingehen. Oh, schwere Entscheidung, Leute. Banditen oder Eisdrache? Banditen ist auf 9, ist aber noch nicht komplett ausgeböllert. Der Eisdrache, den kann man immer noch ziehen. Banditen kann man auch immer noch ziehen. Ich weiß jetzt nicht, was mein Kumpel sagen würde. Was würdest du sagen? Was soll ich verfüttern? Den Drachen oder die Banditen? Er sagt mir random shit egal. Ich würde auch den Geistritter random wegschmeißen. Aber es ist Spaß, weil jetzt ist es wirklich haarscharf Überlegung. Ich wäre dafür jetzt der Überlegung, wir schmeißen den Eisdrachen weg. Egal, ob der mehr Life hat, die Banditen hat mehr Angriff. So. Papa hat gesprochen, also jetzt halt's Maul ein. So. Nee, den schmeiß ich erst recht nicht weg. Das fette, hässliche Mormonster auch nicht, weil ich habe das schon einmal gezogen gehabt. Ja, dann schmeißen wir die Karte mal hoch. Level 34, Happy Mercy. So. Schmeißen wir diese Karte jetzt endgültig hoch. Ich schmeiß auch dafür das Mormonster in die Tonne. Ich will mal gucken. Ich will einfach mal nur gucken. Einfach nur mal gucken, wie hammerhart ich die hochbratschen kann. Also hammerhart pro bratschen kann ich sie gerade nicht. Also sie wäre jetzt auf Level 22er. Ich guck mal, wie hoch ich jetzt den Level noch hochbratschen kann. Ah, und was kann der Ritter? Ja, okay, Level 42. 48. 50. Ja gut, warte. Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich schmeiße jetzt die Bandite mit rein, die lassen wir dann auf 48. Dafür würde ich mir jetzt selber ins Bein beißen. Das Mormonster ist endgültig weg. Dafür geht der Spezialeffekt auch in die Tonne, ist mir aber relativ wurscht. So, haben wir das, weil ich habe mir zwei Lieblingskarten nämlich behalten. Und das, drei Lieblingskarten. So, wir wollen mal nochmal reingucken, was das für ein lustiges Team jetzt geworden ist. Also, wie gesagt, es ist ein SSS-Deck. Es ist ein spezulatives Deck und ich muss sagen, egal was ihr jetzt davon haltet, ist das so aus meiner Sicht, ist es krank, dass ich vorne so viele Godrary-Dinger drin habe und das schon mein Team 2 gefickt hat. Rein theoretisch müsste ich das Team 2 vorziehen, damit das Team 1 immer noch gesaved ist, damit es beide drauf splitten kann. Aber ich muss sagen, es ist echt ein verdammt geiles Spiel. Muss ich echt sagen, also dass man so eine Scheiße bauen kann, nee, das wusste ich echt gar nicht. So, dann gucken wir jetzt einmal bei unserer Gilde, wie gesagt, die Eisernen Lords suchen immer noch. Also meine Gilde, die Eisernen Lords. Wir haben momentan gerade auf dem Stand von 3 Mitgliedern immer noch. Offizier Kamuyuka ist immer noch, Excalibur, das ist der Dumpfbacke, die direkt neben mir sitzt. Und ja, Geschenke könnt ihr auch abholen. Ich kann jetzt gerade haufenweise abholen. Steinkiste, what the fuck. Dadurch, wenn ihr Coin tut, haut ihr euer Geschenklevel hoch in der Gilde. Ist es nur ein kleiner Tipp, also wenn ihr bei mir in der Gilde seid, könnt ihr immer euer Geschenklevel holen. Es kann auch schon sein, dass ihr euer Geschenklevel nicht hochballern könnt, weil ihr noch nicht so gut seid wie die Gilde. Ist es Ansichtssache. Ich hab mich da jetzt wirklich da raus. Ich habe jetzt meine Geschenkkisten alle abgeholt. Es ist auch 4. 4 heißt 4 Kisten. So, neu. Was haben wir denn noch so Schönes? Einfordern. Finde 20 Bosskarten. Wird eingefordert. Habe ich gleich einen Goldesel mit dazu. Das ist gut. Erreiche Deckrang SSSSS. Schieß mich tot. Entschuldigung. Haben wir auch erreicht. Finde ich nicht schlecht. Da hat es wirklich noch sein Gutes gehabt. So. Ja, also jetzt kann man sehen, wie viele Helden man nun verbraten hat, die so unnötig sind fürs Spiel, ja, einfach mal so verbraten hat, um nur an sein Ziel ranzukommen, dass man sau stark wird. Wenn man jetzt schon denkt an positiv hat, das ist echt schon knallhart. So, Lagerhaus ist voll gekickt bis zum Weg am Arsch.
Da. Plan D. Dieser Teil einer antiken Schatzkarte wird zur Erkundung des Turms benötigt. Du kannst sie vom Friedemontlau oder in täglichen Quests erhalten. Okay. Dann gucken wir mal hier, wozu sind die gut? Klassenmützen werden genutzt, um Klassentalente zu verbessern. Du verdienst sie in Gildenkämpfen. Habe ich gerade mal so bekommen. So, dann haben wir noch zwei spezielle Runen zur Beschwörung von irgendwelchen Viechern. Und ja, ich würde mal sagen, wir beschwören jetzt noch zwei Viecher. Und dann mache ich hier einen Cut, Cut, Cut mir ab und fuck mir ab. Aber wollen wir mal loslegen? Ich hoffe, dass jetzt mal was Gutes um die Ecke kommt, weil dann können wir es nämlich auch noch vermöbeln. Ein Traumfresser, ja, wie geil. Habe ich schon im letzten Video gezogen. Und was sehen wir jetzt? Ein Waldpfeife. Okay, das heißt, es kann alles weg. Also heißt es für mich, ich weiß nicht, was ihr damit anstellen würdet. Ob ihr das Ding hochballern würdet, bis zum geht nicht mehr. Es müsste ein Abschlag, ja, so wie ich es gerade eben gemacht habe. Also, dass die Dinger schon auf Level 70 sind oder so, so nach dem Motto. Ist das schon krank? So. Jetzt meine Frage. Sammle deine Edelsteine von königlichen Versuchen. Du hast noch 0 Edelsteine zu sammeln. Mehr kaufen. Königliche Versuchung. Kriegt ihr täglich Edelsteine in den Arsch geschoben. Ihr müsst 3,14 € reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Doch, ihr müsst 3,14 € reinschmeißen. Kriegt über die Tage aufgesammelt. Ich meine, ihr könnt euch das zusammen erkaufen. Das sind 7000 Edelsteine plus eine Legendary. Plus noch, ihr bekommt Gold Rary, ihr bekommt noch alle Dragons in den Arsch geschoben, nur für 100 Attacken. Das ist schon eine kranke Scheiße. Yep. Und ja, ich würde jetzt sagen, upgraden. Und dann werden wir mal eine Testrunde in der Arena spielen. Und dann wollen wir mal gucken, wie Hammer hat, wie die alle abfangen können. Ich hoffe richtig schön, weil ich kann die meisten Leute in der Arena richtig nicht leiden. Ich war so abfucken die letzten Tage, Wochen, eine Woche nicht. Ach Gott, weiß heute überlebt noch. So, Frostherz, wie gesagt, habe ich schon. Und zu den Erweckungen komme ich jetzt. Es gibt hier Erweckungsfragmente. Mente? What the? Das muss mir jetzt jemand erklären, seit wann ich so viel habe. Ich meine, ich könnte ihn... Oh, scheiße. Welchen Helden habe ich denn hier hochgezogen in Fragmenten? Nein, ich weiß, dass ich Necro hochgezogen habe, aber von der Necro-Uschi habe ich gerade wirklich nichts. Ich habe doch ihn eigentlich seine zwei Fragmente, seine Fragmente gegeben. Oder war das doch? Oder war es doch sie? Sie hat von mir auch nichts bekommen. Leute, das ist immer dieses Ratespiel, das mag ich nicht. Ich würde sagen, wir geben jetzt Arthur, Pentagon komplett alles. Dann werden wir 6 Stück davon weiterfahren. Und dann davon weiterfahren. Oder wir geben den alten Knacker seine Dinge. Damit er wenigstens noch sein Würstchen knacken kann heutzutage. Lol. Insider. Miau. So, sie können wir auch sonst hochklatschen schon. Und dann sammeln wir diese Dämonen. Was totaler Spaß dann eigentlich wäre. Was hat der Seuchenreiter? Auch genauso viel. Okay, Penny Genny. Penner, Penner. Drauf geschissen, ja, was soll's? Soweit werde ich dich jetzt schon erwecken. Okay, jetzt gehen wir mal auf Opferung. Ich will mal gucken. So, wie ich schon gesagt habe, für eine Legendary kriegt ihr 10 Stück, für eine Gold Rary kriegt ihr 44 Stück. Und für eine Mystery. Mystery ist die höchste Stufe im Game. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch keine Mystery Card erhalten. Aber ich tippe mal auf 999, weil es die Höchststufe ist von den Münzen, die du hier im Spiel beantragen kannst. Und ja, hier ist das Geisterschiff. Miau. So, wenn wir mal den Plan zufolge mal ein bisschen randalieren. Wie so ein Hohen schauen. Miau. Ah, fuck, warte mal. Warte mal, warte mal. Jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt. Leute, sorry, dass ich das jetzt noch vergessen habe. Aber hier ist, glaube ich, noch Versuchs. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Wir können uns doch eine Kopie abholen von uns, eine 70er. Glatt vergessen, Mann, bin ich ein Dussel. Das bekommt ihr davon, wenn ihr Edelsteine rausschmeißt. Und ihr bekommt sogar noch Biomod. Und was...
Bitte was? Ich krieg noch ein Behemoth. Ich glaub, ihr wollt mich heute ficken hier. Zieh euch doch mal dieses Drecksvieh rein. Alleine wirft das Ding schon 45% des Schadens zurück. Wie OP soll denn das Ding hier noch werden? Toll, der Rollerwurst. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt so richtig dumm wäre, level ich jetzt meine 3-Zack-Oschi hoch und klatsche nochmal auf 70 hoch. Dann wäre das Ding ja ein S4-Deck, aber nicht ein S4 Mini. Also wir sind nicht hier in der Family Samsung, ne? Alter, ist das... Das ist krank, Leute. Das passiert einmal, wenn man Geld reinsteckt. Hätte ich nicht gedacht. So, ja, 100 Tränke davon, 100 davon. Also 128 davon hier, von den blau, von den grünen, von den gelben Dingen. Und blau von den Mana-Tränken. Ich muss sagen, es ist kranke Scheiße, was die jetzt hier mit mir abziehen, ne? Aber heilige Scheiße, heilige Maria, Mutter Gottes. Ich kann jetzt gar nicht glauben, dass ich so viel bekommen habe. Aber ich muss sagen, Leute, ey, nice, dass mir das noch eingefallen wäre. Weil hätte ich das eine Woche vergessen, hätte ich es mir nie verziehen. Weil es wäre dann... Für mich wäre es scheiße. Für euch wäre es eigentlich irgendwie lustig, weil ihr euch da mal irgendwas zum Totlachen habt. Dann guckt ihr einmal rein ins Spiel und denkt euch so, ha, was für ein Hurensohn, der hat es ja nicht gescheckt. So nach dem Motto, so. Ich gucke mal. Wie viel frisst denn der Behemoth? 29. Du frisst 23. Frisst eigentlich beide genauso viel. Wir gucken, ob ich den... Oh, Mann! Oh, fuck off, Game. Ich überlege jetzt wirklich, ob ich diese... Uschi, warte, wo ist sie? Da. Hochlevel? Nochmal? Also einmal entwickeln. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Aber Versuch ist es wert. Oh, gucken wir mal auf Upgrades. Ein Upgrade, ja, Bimmel. Weil wenn ich die jetzt so mache und so mache, schießt mich das ziemlich weit zurück. Und zwar um 10.000 Punkte. Weil sie ist nämlich aufgemaxt auf 70. Wenn ich jetzt die Karte noch auf 70 aufgemaxt hätte, kommt sie aufgemaxt wieder raus. Es sei denn, wir machen das jetzt so. Wir stufen die komplett auf 70 hoch. Und füttern sie mit einer Gold Rare Card. Also mit dem Bio-Mod. Oder wir behalten den Behemot und bauen irgendwelche Scheiße so hammerhart, dass mir das komplette Leben vögeln tut. Also ich weiß ja nicht, wie viel der Behemot gibt, aber der gibt 17. Ist krank. Wenn ihr mal den Unterschied sieht, ist eine 80er neu. Und die zieht ja schon wahnsinnig. Die 70er ziehen auch schon ordentlich. Es ist krank, das Game. Es ist krank. Es ist einfach krank. Ich würde jetzt am liebsten den Behemot reinziehen und die reinschmeißen in den Kessel. Dann einfach raufdrücken und sagen, leck mich, mache ich aber nicht. Es hat nämlich ein... Ach, guck, ich bin hier auf den Sack. Es hat eine Bestimmung. Nämlich, wenn ihr nämlich bei Umwandlung gebt, dann würdet ihr gleich sehen, Goldberry Card, what the fuck, er hat recht gehabt, dass die Karte mal so sage und schreibe 40 so eine Dinger rausgibt. Sag ich doch, 44 Stück bekommt ihr von der Goldberry Card rausgejagt, Goldberry. Kriegt ihr von jeder, weil wenn ihr jetzt eine Mystery reinschmeißt, kriegt ihr dann auch so irgendwas, weil ich schieß mich tot, weiß ich. Ich glaube, bei einer Doppelentwicklung kriegt ihr, glaube ich, 88 Stück oder so. Soll jetzt nicht rassistisch rüberkommen oder so, aber ich weiß, was ich meine. Und für eine Legendary 10 halt, ja. Ich würde es jetzt auch so machen, ich würde ihn füttern mit dieser Karte, mit dem blutroter Drachenreiter. Ich weiß, dass er noch ein Special hat. Und dann wäre die Sache eigentlich gegessen. Wir behalten jetzt mal ein Hinterstübchen. So, was wollte ich machen? Achso, ach ja. Ich wollte ja testen, wie hammerhart gut diese Karte ficken tut. Beziehungsweise dieser Kartenkombi ficken tut. Aber eins wollte ich noch sehen. Ich möchte gerne wissen, ob ich eine Ghost Rare Karte... Beziehungsweise, kann ich eine Legendary einsetzen und dann Eiskalt vereinigen? Nein, kann ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, weil da kriegt ihr nämlich die Gold Rare Karten raus. Ist mal was ganz anderes. So. Mal gucken. Ich kicke mal. Also wir können uns hier ein bisschen prügeln in den Turm. Wir können uns in den Drachenhort, glaube ich, nicht mal prügeln. Nope. Wäre auch so schön, um wahr zu sein. Und Ragnaröds Buch können wir gerade auch nichts machen. Wir müssen den Schriftrollen sammeln. Und geheimer Garten komme ich erst recht nicht rein. So.
Das heißt jetzt für uns, entweder wir klatschen uns in der Arena oder klatschen einen Turm eine Runde. Ich würde sagen, wir klatschen eine Runde in den Turm und dann klatschen eine Runde in der Arena und dann machen wir mal Sense für heute. Dann machen wir den Pfad des Verderbens. Och, hier kriegt man, Jo, ich würde sagen, holla die Waldfee und Abmarsch. Gleich erstmal einen goldenen Paladin. Da könnt ihr noch latschen, da kann man nicht latschen. Hier ist Sackgasse, okay. Das heißt, wir müssen uns mit dem goldenen Paladin prügeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viel WP mein Ding hat, aber ich würde sagen, das Ding ist mies. Miese Scheiße, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was mein Kumpel dazu sagt. Das Ding hat fast 100.000. Miese Kacke. Map, map. Oh, wollen wir mal gucken. So, schreibt mal unter in die Kommentare, ob ich überhaupt noch Musik in meine Videos mit reinnehmen soll. Schreibt das mal unter schreibt das mal, wie gesagt, rein. Und, ja. So. Yo. Schreibt einfach unten rein, ob ich in Videos noch Musik mit reinnehmen soll oder ob ich stecken lassen soll. Ich habe nämlich irgendwie zurzeit ein bisschen LW pur. So, da habe ich dich und lass mich raten. Hier unten ist der Bossausgang, ja. Da drücken wir erstmal auf die Kiste rauf. Komm schon, rück die so raus ohne Bossfight. Ansonsten musst du dich noch verprügeln. So, lass mich raten, eine fette Mauer. Richtig. 3, 4, 5, 6. Was machst du nur? Hast du keine Ausdauer? Ja, ja klar, hab ich doch. 100 Stück noch was. So. Zwei Schätze gefunden. Achso, du musst zwei Schätze finden. Hä, das ist da irgendwie unlogisch. In der Map hast du ja kein weiteren Schatz. Ach, ich prüge auf den Wichser jetzt einfach mal ein. Und mal gucken, wie hammerhart das eigentlich ficken tut. Bin mal gespannt. What the fuck? Das Ding one-shottet fast. Alter, zieht euch das Mitte-Team rein. Das Mitte-Team hat ja so, schon so um die sage und schreibe 60.000, ne? Aber das ist ja... Lucky, Alter. Was macht sie? Fügt diesem Team magischen Schild hinzu, dreimal pro Krampf. Arschkrampf. So, Alter, das Mitte-Team fickt. Also wie gesagt, schützen das... Also wir safen das Mitte-Team gerade. Mit ihren 200.000 BP noch was. Das sind alles fast Pentagon-Karten. So, zack, 34er Prog drauf. Und mein vorderes Team Prog drauf. Vorderes Team hat drauf geprogt. Sense. Find ich genial. Lass mich raten, ist da der Schatz? Ja. Ja, mein Schatz, ja. Hashtag Smergol. Und da ist der schwarze Ritter. Sage Jo, schieß den Wichser weg, Jo. Jo! So, ich bin der Überlegung, ob ich einen Allianz-Kollegen mal gerne gerade so in den Arsch treten würde. Weiß ich ja nicht, what the fuck. Und ja, so. Jetzt holen wir uns ein Schild. Tio 4 in der 3, zack. Machen hier einen satten Strich durch die Linse. Autsch. Vorderes Team hat einen Schlag abbekommen. Kein Problem für uns. Und jetzt one-shotten wir den Wichser endgültig. Oh, Necro, du bist gemein. Der Effekt von Necro ist einfach, haust die ATK von deinem Gegner komplett in Null. Und dann drückst du ihn noch Schaden ordentlich rauf. Das ist richtig schönes, dieses Team. Das ist ja nicht Teamarbeit pur. 800 Gold. So, dann immer raus damit. Und zwei Sonne-Dinger da, okay. Ist der Pfad des Todes erfüllt. Hier bekommt ihr, wie gesagt, auch Heldenfragmente raus. Ich weiß, dass ich in den untersten Heldenfragmenten auch hier unseren komischen Fischkönig bekommen habe. Deswegen habe ich vorhin auch das Video bzw. das Video rausbringen können. Und ich habe keine Pläne mehr. Happy Birthday. Ist erstmal wurscht. Autsch, das Klang hat man gehört. Jo. Jetzt erstmal Arena klatschen. Oh, warte, was?
Was wollt ihr denn von mir? Oh Gott. Oh! Finde 5 Goldesel. Da können wir noch eine Beschwörung machen. Finde ich sowas von genial. Ich würde sagen, die Beschwörung machen wir sonst als krönenden Abschluss, würde ich sonst sagen. Ich weiß es nicht, aber es wäre, glaube ich, recht gut. Weil ist einfach, passt gut zum Ende. Auch wenn eine Scheißkarte rauskommt, könnt ihr gerne ein Dislike geben. Ist mir wurscht. Wenn ich das jetzt sage, ist aber so, ich hab's gesagt, falls ich es bereut habe, habe ich es bereut. Druiden-Entwicklungsarena. Ach, Druiden-Entwicklungsarena, kannst du dir in die schmeißen. So, jetzt geht's erstmal richtig los, jetzt geht die Ballerei los. Oh wow, wie schwach. Darf ich mal raufwichsen? So, wollen wir mal gucken, wie hammerhart mein Gegner zerfickt wird. Ich meine, ich habe fast ein ganzes Goldbild-Team. Das Goldteam wird ja nur irgendwie vorne zerritzt. Also wirklich in die Mitte gestellt, weil... Ja, ist klar. Stell mir noch Leben wieder her, das ist genial. Und dann bratzt du auf sein Kackteam drauf. Bratzt er mit seinem Team drauf? Und... Miese Scheiße. Zieht sie das komplett auf Null? Ey, Leute, die hat das komplett auf Null gezogen. Egal wie viel WP, beziehungsweise wie viel Angriff. Göttlich. Und dann ist er Sense. Man hat in der Arena wortwörtlich keine Chance, also die Gegner hat keine Chance, wenn du mit Necro spielst. Und wenn die Necro schon fast auf Max ist, dann ist das aber logisch. Ah, typisch SS-Deck. Und ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr SS-Deck habt und gerade in der Arena frisch seid, beziehungsweise wieder drin seid, nicht aktualisieren. Weil ihr habt dann nämlich euren alten Arena-Status noch und könnt dann noch ein bisschen die schlechteren Gegner nochmal richtig auseinandernehmen. Das gibt Punkte, weil ich hab's nämlich ja erfahren an eigenem Leib, so. Boah, hab ich Schwein gehabt. Ich hab gedacht, ich krieg ein Herz, Kaspar. So, wie gesagt, jetzt hat sich das automatisch aktualisiert. Und jetzt kriegst du dir entsprechend die SS-Gegner an die Backe. Und die sehen mal ein bisschen größer aus als sonst. So, ich habe 150 Arena-Tickets. Finde ich auch genial. So, ich hoffe... Oh Gott, guck mal, Leute. Ich habe einen SS-Gegner an der Backe. Beziehungsweise... So, dass ich jetzt wieder kleine Fische kriege, finde ich gut. Ist gut fürs Image. Und zweitens ist das... Aua, aua, aua. Der hat Gotthelden hinten drin. Und die haben das meiste Leben. 400.000. Scheint mich irgendwie gerade nicht zu jucken, so nach dem Motto. Weil ich gerade mal drauf gewichst habe. Oh, wie gesagt, der kreist sich nur das vordere Team. Das ist schlau. Weil du hast nicht das Team, was ordentlich Damage austeilt, in die Mitte. Das ist taktisches Spielen. Und das Geilste ist ja irdischer Geist, ne? Wieder belebt dich einmal so mit deinem, nach dem Motto, mit deinem Millionenleben. Und klatscht auf die Merchandise rauf. So, oh, oh, miese Scheiße. Quatsch, komm schon, Teil aus. Leute, ist das mies. Was hat sie? Goldberry, reduziert Angriff des gegnerischen Teams. Das juckt mich gerade rechtzeitig wenig, Mäuschen, dass du über die Angriff gedatscht hast. Gut, du hast mein Nuller-Team gedatscht, das gibt dir gar keinen Schaden. Ah ja, übrigens, wenn man die Verdorbene drin hat, das knallt ganz schön. Also wie gesagt, das ist gerade hier ein Kampf auf Leben und Tod. Sorry, dass es auch Backen tut nebenbei, es liegt nebenbei mit einer Verbindung. Als ob, dass die gerade die Hälfte meines Teams die Lebenspunkte runtergeratzt hat. Mein Team ist kurz von abnippeln. Oh, 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 um 200, pff, 90.000, Alter. Fuck off, Alter. Das war der Special Effekt der Gold Derby Karten. Alter, als ob. Wie gesagt, das sind die Passivfähigkeiten, die einmal so wortwörtlich dir den Arsch retten. Alter, what the fuck, ich hab ein Herz, Kasper. Ich hab grad so richtig so nach dem Motto, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich will nicht mehr. So, wie viel schaffen wir das? Okay, Leute, wir machen das bis 3000, ziehen wir das jetzt durch. Und dann haben wir erstmal Sense. Leute. Jo. Dann ziehen wir das erstmal durch. Ah, so.
Dann machen wir das mal zu Ende. Lol. Bis gleich, Leute. So, Leute, bin wieder da. So, gab ein bisschen Stress hier in einem kleinen Dorf. Lol. Und ja, ich überlege jetzt wirklich, ob ich mich mit einer 300.000er anlege. Ach, einfach mal machen. Ich bin mal gespannt, was er hat. Aber ich glaube, der hat sich das 100er Paket geholt. Ja, mal gucken. Da, out. Miau, das weh. Das hat weh. Also mit 300.000er, glaube ich, lege ich erstmal nicht mal an. Spaß. Also, Spaß beiseite jetzt. Sieht die Leute, das meinte ich. Wenn du ein gutes Teamboost hast und dann 500.000 an der Backe hast. Ist miese Zeiten. Oh Gott. Schaffe ich nicht. Bin zu schwach. Map. Sarkasmus. Lol. Oh, wir haben 17.15. Miau. Schlag. Alter, was lohnt sich das eigentlich, dass er noch dagegen ankämpft? Das ist, ja, wollte ich gerade sagen. Erstes Team ist One-Shot. Das zweite Team ist Instanner One-Shot. Plus noch, ich krieg ein kleines Schild. Und rautsch dann rauf. So, jetzt hat er noch ein Team. Und das ist instant auch ein One-Shot. Weil er schafft es einfach nicht. Ja, One-Shot, sag ich doch. Mit einem Zug abgeknallt. Also, ich habe nur einen Zug gebraucht. Alles weggerasiert. Schöner Anblick ist das. Oh, göttlich. So, ich würde mal sagen, das machen wir jetzt bis jetzt nur noch. Oh, das ist lustig. Sonst habe ich immer gesagt, ich hatte Schiss bei diesen Typen. Weil die früher waren es immer höher als ich. Jetzt kotzt du auf die runter und denkst dir so, haha, habt ihr voll verdient, ihr Arschlöcher. So, einmal neu laden. Das meinte ich, mit den Neuladen kriegt ihr immer Gegner rausgepickt, die sich ziemlich stark sind. Aber komischerweise, er hat weniger Angriff als ich. Bin ja mal gespannt, ob er gegen Level 70er Helden klarkommt. Ich drücke jetzt einfach mal Kackendreis auf die End-Taste. Da hat mir das Bild, glaube ich, wortwörtlich einen Streich gespielt. Weil der hat nämlich so viel Angriff. Und er hat nur zweier Teams. Okay. Das war in den allerwerten. Oh Gott. Bitte nicht. Eine fucking Mille hat der Wichser. Also da schieben die mir hier Gegner vor die Nase. Ich glaub's nicht. Die haben echt die Eier dafür. Okay, gucken wir uns den Typen nochmal an. Ach, auf Turm. Okay, das heißt, ja, aktuelle Version einfach mal aus guter Laune. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video schon geht, oder geht locker schon eine halbe Stunde. Minecrafter, really, Digga? Really, Digga? Digga, das ist sogar leicht eingestellt. Oh Gott. So, drücken wir auf die End. So, jetzt bin ich wieder da. Schon wieder. Gab wieder kleine Probleme. Oh Gott, wenn man einfach Probleme machen kann hier. So, jetzt sind wir Papa Brian. Und droppen wir auch noch einmal auf. Siegreicher Sieg. So, jetzt gehen wir auf die 3000. Wir sind auf die 3000, Leute. Das heißt für uns, das Video wird erstmal beendet. Mit den erfolgreichsten Rollen meines Lebens. So, ich muss jetzt aber warten. Gehen wir auf XXX. Gehen wir auf Beschwören. Komm schon. Na,
Angled Spear. Okay, ist ziemlich gut. Also für einen Anfänger heute, für mich eigentlich nicht. Jo Leute, danke fürs Zuschauen, trotz Unterbrechung. Und ja, haut rein, ciao.